Moin, Supermarillos. Mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf Raps Play und wir befinden uns immer noch im Tomb Raider Survival-Modus. Und der hat's echt in sich. Das einzige Manko, das ich bis jetzt feststellen konnte, ist, dass man hier nicht speichern kann und irgendwann anders weiterspielen kann. Finde ich sehr, sehr scheiße gemacht. Also man sollte hier auch speichern können und einfach an einer anderen Stelle irgendwie weitermachen können. Vor allem, weil man hier 21 Tage überleben muss. Oder kann. Und Militärgewehr. Alles klar, ich gehe mal weiter. Es stürmt noch ein bisschen, obwohl, nee, eigentlich gar nicht mehr so viel. Gerade eben war es übel, da ist uns ziemlich schnell kalt geworden. Ich finde es gut, dass die Wildschweine lieb sind in diesem Spiel hier. Und die sind uns anscheinend sehr freundlich gesinnt. So. Machen wir ein paar Pfeile. Die werden jetzt aber schnell gemacht. Das spart uns Zeit. Zeit ist Geld. Holz habe ich voll. Hier ist ein Tier. Wir brauchen natürlich Nahrung und Essen. Sonnenaufgang. Los, weiter. Sonnenaufgang. So, Essen haben wir erstmal genug. Hier sind zwei Boys verreckt. Wuhu! So, was finden wir denn hier? Hallo? Ich brauche langsam mal wieder ein Feuer. Frage ist nur, wo kann ich eins machen? Ein Bär. Ein fucking Bär. Da hinten geht er, hinter dem Hügel. Komm drauf, drauf, drauf. Bear ist down. Ich muss irgendwo hin, wo es warm ist. Komm. Machen fertig. Und dann müssen wir uns schnell was Warmes suchen. Sonst verrecken wir nämlich langsam hier in der Kälte. Komm, mach schneller. Leg dich in den Bär rein. Schneid ihn auf und leg dich rein. So. Essen ist voll. Feuer. Da hinten haben wir Feuer. Ein Haus. Das könnte ein Feuer sein da, oder? Ja, ja, ja. Oder ist das Öl? Nein, das Feuer. Um das Feuer anzuzünden. Okay. Sehr nice. Wir haben wieder zwei neue Fähigkeitenpunkte. Und wir stopfen einfach mal alles in Jäger rein. Denn ich will erstmal in erster Linie jagen und überleben. So, haben wir was für den Compound-Bogen? Ja. Okay. Das Inventar. Haben wir erstmal nichts mehr. Gut. Muss ja auch nicht. So, wir wärmen uns komplett auf und gehen dann mal in eine Richtung, in die wir noch nicht gegangen sind. So, hier ist ein bisschen was zu essen. Ah, brauchen wir das hier? Habe ich überhaupt noch Pfeile? Ja. Komm. Lieber vorankommen. Holz haben wir aber. Ah, so. Ist jetzt die Frage, finden wir irgendwo noch ein Grab oder so? Man weiß es nicht. Oh Mann, die fallen immer in die Bäume rein, die Kacknester. Irgendein Grab oder so hätte ich gerne. Man weiß ja auch nicht, wie groß diese Map hier ist. Also ich weiß das auf jeden Fall nicht. Aber es gibt ja keine Karte. Wäre cool, wenn man eine finden könnte, aber ich glaube ja eher nicht dran.
Einfach mal weiterlaufen, weitersuchen. Da hinten scheint ein dicker Bär zu sein. Federn habe ich voll. Ich habe auch keine Fußspuren von dem Bär. Oh, 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 oh. Enemy down. Fuck, 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 fuck. Feindlager erobert 4. Ich muss dieses Feuer anzünden. Ich brauche Holz. Ja, kein Stress. Und wieder 2 neue Fähigkeiten. Komm, machen wir erstmal Jäger fertig. Upgrades verfügbar, Ausrüstung. Okay. Gut. Und jetzt? Kann ich das plündern? Ist Essen drin? So, da würden mir jetzt 5 Stoffe fehlen. Und die Frage, wo man 5 Stoffe herbekommt. Fünf Stoffe. Kann man auch den Hungerbalken irgendwie auffüllen? Hier ist irgendwo ein exotisches Tier. Ich hab's doch gehört. Und die Frage, wo? Warte mal da. Was liegt denn da? Sieht vielversprechend aus. Fucking! Verkackter Lux, ey. Nice, exotische Felle. Exotische Felle sind voll. Wow, wow, wow. Fuck. Oh. Oh, fuck. Hol die Waffe raus. Wo ist der Bär? Mach, ich habe keine Stoffe mehr. Der ist down. Oh. Alter. Ich muss ein Feuer machen. Ja, was soll ich machen? Wo soll ich denn jetzt ein Feuer herkriegen? Ah, oh, das ist so ein Wildschwein, okay. Mach doch mal schneller mit dem Bär. Feuer, 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 Feuer. Sollen wir zurückgehen oder eher in eine Richtung, in eine andere Richtung? Und vielleicht ein Feuerdings finden. Oh Mann, jetzt geht's an die Existenz, Leute. Irgendwas muss mich. Orientierungspunkte entdeckt. Hier ist irgendwas. Holz. Hab's hier.
Nicht erfrieren, Lara. Ein Relikt. Das ist ein Feuer da hinten. Kann ich am Feuer machen? Okay. Hier drin muss irgendwas sein. Fuck! Verdammte Scheiße! Stirb! Aua! Ich bin tot. Oh, 25.000 Punkte. Boah, die waren heftig, ey. 4 Tage. Krass, ey. 4 Tage habe ich es gerade mal geschafft. Trinity-Soldat. Neuer Rekord. Aha. Vorheriger Tag, nächster Tag. Entdeckung. Einen alten Unterschlupf gefunden. Erledigt, ein Bär. Trinity-Soldat. Boah. War ja schon mal übel. Gut. Ich würde sagen, da muss ich mir das nächste Mal ein bisschen länger Zeit nehmen für. Lass mich doch mal da reingehen und einfach mal rausgehen und gucken, ob man die Expedition dann weiterspielen kann. Sibirische Wildnis. So, wenn ich die jetzt einfach... Komm, ich mach die jetzt einfach mal an. Und mach fortfahren und Spiel starten. Ohne irgendwelche Karten. So. Es hat keinen Sinn. Die alte Pistenraupe schafft es nicht weiter. Wir kriegen dein GPS-Signal noch nicht, aber wir holen dich da raus. Geh zu einem sicheren Ort und warte. Nein, noch nicht. Ich gehe zu Fuß weiter. Trinity wird hier überall sein, bevor wir eine weitere Expedition starten können. Die Artefakte sind hier draußen. Ist vielleicht meine einzige Chance. Ich gebe ein Signal, wenn ich bereit bin. Ja, ich wusste, dass du das sagst. War ein Versuch. Viel Glück da draußen. Wir warten auf dein Signal. So. Jetzt gehe ich einfach mal ein paar Schritte und dann gehe ich mal hier zurück zum... Geht verloren. Das ist echt scheiße, oder? Wenn man hier ins Menü rausgeht, man kann es nicht speichern. Wie soll, was, da muss ich ja 5 Stunden an einem Stück überleben. Ah, okay. Vielleicht mache ich das morgen ein letztes Mal und dann probieren wir es einfach mal aus. Vielleicht spielen wir einfach mal auf Tomb Raider oder so. Gehen wir mal gucken. Gehen wir mal an den Marktplatz. Wir kaufen uns mal noch ein bisschen was hier. Vielleicht kriegen wir richtig geile Karten und dann machen wir uns das nächste Mal. Stellen wir es auf so schwer wie es geht und machen es auf uns auf so einfach wie es geht. Okay. So, Add-ons, die habe ich ja alle. So, Wildpack. Gewährt 5 Karten, die zufällig aus den stärksten Karten der Sammlung ausgewählt werden. Die Spielherausforderungen erhöhen. Die ihnen Vorteile bringen. 5 zufällige Karten, die ihnen Vorteile bringen. Ja, mache ich mal das hier. So, Vorteilspack. So, Vorteilspack. Vorteilspack. Nein, ich will nicht mit Geld kaufen. Ach du Scheiße hier, geh mal weg. Mit Credits kaufen, dass er einen das schon immer so provozierend fragt, ne? Ja, komm, willst du Geld dafür ausgeben? Du hast zwar hier noch 96.000, aber warum nicht? So.
So, machen wir einfach hier das. Den besten Karten der Sammlung. So. Was haben wir denn da so? Adrenalin, lautlose Kills machen sie vorübergehend unbesiegbar. Keine Munitionskisten. Feinde stehen immer in Brand. Aha. Ich würde mir ja gern lieber Vorteilsdinger kaufen. Stiller Killer. Jetzt habe ich nicht mehr genug. Na egal, gehen wir mal zurück. So. Expeditionen. Wenn ich das jetzt auf Überlebender mache. Sibirische Wildnis. Gibt ja nur sibirische Wildnis, ne? Sammelte Artefakte. Geh da mal auf Fortwagen. Dann gucken wir mal, was wir hier so reinmachen können. Das sind so die Herausforderungen. Finden Sie 5 Krypten, das ist klar. Mindestens 5 Artefakte. Schnelle Reflexe. Zünden die 3 Stachelfallen an der Decke, nachdem sie ihnen gefangen werden. Nee. Oh, keine Ahnung. So, machen wir mal zu den Karten hier. Aussehen. Großkopffeinde. Regenbogenspur. Was ist denn hier Ausdauer? Erlegen von Feinden gewährt eine kleine Menge Nahrung. Das Erlegen von Feinden gewährt eine kleine Menge Wärme. Das finde ich ja geil. Aha. Sortieren nach Seltenheit, Anzahl, alphabetisch, Punktemultiplikator. Meine Tiere bringen doppelt so viel Nahrung. Gibt's denn hier noch so? Munitionsverbrauchrate. Seltenheit. Dauerhaft. Tageszeit hat keinen Einfluss auf die Kälte, aber der Hunger wird nachts verdoppelt. Ist auch nicht schlecht. Nahkampfexekution gewähren eine mittlere. Okay. Gewährt verbliebenen Jäger und im ersten Rang der Jägerkämpfer und überlebend fertig. Okay. Gewährt antike Vorhut. Rüstung sowie alle Fähigkeiten der Jägerkämpfer und überlebende Fertigkeitsbäume. Das sind ja geile Sachen hier. Nachtschattenmeister. Das ist natürlich auch geil. Wächtermeister. Blutdurst. Ja gut, da gucken wir dann nächste Mal rein, was wir da so auswählen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Einmal werde ich das Ganze noch probieren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, stay pam, ciao.
Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und das spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.